Geschäftspapiere, Geschäftspapiere, Geschäftspapiere. Ob diese Papiere nun in digitaler oder analoger Form vorliegen, ist für unsere Arbeit unerheblich. Denn grundsätzlich besteht unsere erste Aufgabe bei der Bearbeitung der Geschäftspapiere darin, sie zu sortieren. Und zwar nach Eingängen, also Geschäftspapieren, die wir erhalten haben, und Ausgängen, also Geschäftspapieren, die unser Haus verlassen. Hierzu schauen wir entweder auf den Briefkopf, denn hier steht der Absender, oder auf das Adressfeld, denn hier wird der Empfänger genannt. Um Eingänge handelt es sich, wenn ein anderer Firmenname im Briefkopf steht oder unser Firmenname im Adressfeld vorliegt. Ein Ausgang liegt vor, wenn unser Firmenname im Briefkopf steht oder ein anderer Name im Adressfeld vorliegt. Im zweiten Arbeitsschritt versehen wir die eingehenden Geschäftspapiere mit einem Eingangsstempel. In diesem Stempel halten Sie handschriftlich das Eingangsdatum fest. Dieses Datum ist maßgeblich, wenn es um Fristen geht. Dabei könnte es sich unter anderem um Zahlungs-, Angebots- oder Mahnfristen handeln. Anschließend versehen Sie den Stempel mit Ihrem von Ihrer Firma vorgegebenen Namenskürzel, damit dem zukünftigen Leser der Geschäftspapiere klar ist, wer die Papiere angenommen hat. Anschließend müssen die Geschäftspapiere von Ihnen sortiert werden. Hierbei hilft Ihnen der Betreff in jedem einzelnen Papier. Hier wird der Anlass für das vorliegende Papier festgehalten. Beginnen wir mit dem Sortieren. Als Hilfsmittel dient Ihnen hierzu analoge oder digitale Postfächer. In unserem Fall wollen wir die folgenden Postfächer verwenden: Eingang Einkauf, Ausgang Einkauf, Eingang Verkauf, Ausgang Verkauf, Buchhaltung und sonstige Geschäftspapiere. In das Postfach Eingang Einkauf gehören unter anderem die Angebote von Lieferanten, die Lieferscheine von Lieferanten und der sonstige eingehende Schriftverkehr von Lieferanten. An dieser Stelle muss ich den Begriff Lieferanten erläutern. Lieferanten liefern uns nicht nur unsere Handelsware, also unsere Computer, Monitore und so weiter. Lieferanten sind auch unsere Büroartikelhändler, unser Heizöllieferant, die Reparaturwerkstatt für unsere Autos, unsere Versicherungen, unsere Banken. Zusammengefasst sind Lieferanten alle, die uns Waren und Dienstleistungen liefern. In das Postfach Ausgang Einkauf gehören unter anderem unsere Anfragen an Lieferanten, die Aufträge an Lieferanten und der sonstige ausgehende Schriftverkehr mit Lieferanten. In das Postfach Eingang Verkauf gehören unter anderem die Anfragen von Kunden, die Aufträge von Kunden und der sonstige eingehende Schriftverkehr mit Kunden. In das Postfach Ausgang Verkauf gehören unter anderem die Angebote an Kunden, die Lieferscheine an Kunden und der sonstige ausgehende Schriftverkehr mit Kunden. In das Postfach Buchhaltung gehören alle Geschäftspapiere, die einen Wertezufluss oder einen Werteabfluss für unser Unternehmen nach sich ziehen. Wir bezeichnen diese Geschäftspapiere zukünftig als Belege. Dazu gehören unter anderem die Eingangsrechnung von Lieferanten, die Gutschriften von Lieferanten, die Quittungen von Lieferanten, Bareinkaufsbelege und die Kontoauszüge unserer Banken. Die Ausgangsrechnung an Kunden, die Gutschriften an Kunden, Quittungen an Kunden und Barverkaufsbelege. In das Postfach Sonstiges gehören derzeit alle Geschäftspapiere, die bisher nicht erwähnt wurden. Die Geschäftspapiere wären damit sortiert und für die weitere schnelle Bearbeitung vorbereitet. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie diesen Lernschritt mitgegangen sind. Bleiben Sie dabei!